Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht mal wieder um ein absolutes Chaos-Video, wie sich Menschen auf Lost Place nicht benehmen sollen. Allein schon, als ich das gesehen habe und habe das Intro gesehen, habe ich mir schon wieder an den Kopf gegriffen und habe mir gedacht, okay, das geht ja wohl gar nicht. Und geht 5 Minuten, wird ganz kurz sein, weil ich nicht alles zeigen werde. Kurz gesagt, die Jungs gehen in ein Waldstück, finden dort einen verlassenen Karawan oder Wohnwagen. Was auch als Lost Place zählt, das ist auch ein verlassener Ort mit Einrichtung. Und ja, seht selbst, wie sie sich benehmen. Wir schauen mal rein. Wir seppen mal rein. Los geht's. Also das ist schon, das Intro ist schon, naja, da fragt man sich schon, wie kann man denn sowas online stellen? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn sowas online stellen? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das muss ich nicht verstehen. Wir schauen mal weiter. So. Wir zappen wieder rein. Ui. Von da kann man noch bis. Ich habe mal den deutschen Untertitel angemacht, damit ihr mal so halbwegs mitkriegt, was sie sagen. Der Untertitel, das stimmt noch nicht so ganz, das funktioniert noch nicht so richtig. Wir schauen mal. Ich kijk hier mal bei der Karavan. Wie weet, gaan we misschien een raampje in tikken, maar dat weten we nog niet. Schrikkelijk hard. Also, die Jungs haben gerade gesagt, dass sie da im Wald einen Karawan oder einen Wohnwagen haben und da gehen die jetzt hin. Also, wie gesagt, wir gucken uns die 5 Minuten 31 nicht komplett an. Wir seppen weiter. So, hier seht ihr zum Beispiel, hier im Hintergrund seht ihr schon den Wohnwagen. Da hinten steht da das gute Stück, das Objekt der Begierde, sag ich mal. Die gehen jetzt dahin. Alter, was sind denn das für Männer? Halt mich am Rucksack fest, sonst falle ich hin. Oh, nee. Ja, ja. Tom, musst du echt gewoon een keer boeken of zo? Maar niet doen, ja. Laat maar kijken. Ah, joh. Hier in het bedje. Alter, sieht das ein Bett da drin und es ist auch mit Einrichtung auf jeden Fall. Everybody was Kung Fu Fighting. Wird meine Monetarisierung total, Nur mal gucken. Hey. Wisst ihr, es ist zwar nur ein Wohnwagen. Man kann jetzt sagen, okay, Holger, das ist ein Wohnwagen, okay, gut. Es ist ein Wohnwagen, denken sich viele. Aber es ist ein verlassener Ort. Es ist ein Ort, wo keiner mehr ist, wo Menschen waren. Und den muss man trotzdem mit Respekt behandeln. Man muss ihn mit Respekt betreten, man muss ihn mit Respekt verlassen, man muss alles so lassen, wie es ist und man kann das ja filmen und fotografieren, aber es soll so bleiben, wie es ist. Wer eine andere Meinung ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Oh, da war einer so wirklich fies. Was? Ein Kinderkasten? Pula kaka. Die zeep, check die zeep. Check die zeep, koude ramse. Check die zeep. Der gaat helpen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt viel noch drin, viel Einrichtung. Und sicherlich ein paar geile Fotos kann man da auf jeden Fall machen. Aber hier wird ja alles angedeutet, hier wird alles aufgemacht, hier wird alles hochgehoben, hier wird alles berührt. Ja, das muss doch nicht sein. Aber genau deshalb zeige ich euch das ja, genau deshalb kommen die Videos auch. Es ist so, damit man darauf achtet, wenn ihr solche Videos seht, schickt sie mir bitte per Instagram, schreibt mir eine Nachricht und ich werde darauf reagieren. Und die andere Kant. Kann ich hier nach Bett liegen? Pak die Tische mee. We hebben van alles gevonden in de caravan, namelijk ja, veel bestek en oude spulletjes. Heel oude spulletjes. Ook een spiegel en zo. Die gold te halen, Speed. Hey, het is mijn moment. Ik doe dat altijd. Hey, kerel! Hey, die deur is niet open. Ik krijg dat echt niet open. Ja, wat gaat je doen? Hij gaat niet meer open. Ah, dat is jong, boh. Hey, jij steekt aan hem, hè? Kerel! Hij is nu kwaad, Kias. Dat ging niet meer open, hè? Wat heb je gedaan? Maar als wat had je dicht gedaan, dat ging echt niet meer open, hè? Ik heb dat gewoon zo dicht gedaan. Is dat gewoon zo? Ja? Dat ging niet eens meer open, hè? Ik kreeg dat dus niet open, hè? Ja, doe maar! Oh, kerel! Zo, dat was eigenlijk schon.
Also die Jungs gehen jetzt in den Wald rein. Ich wollte euch das mit dem Wohnwagen nur mal zeigen, weil ich es einfach nicht mehr einsehe. Ich sehe es nicht ein, sowas. Ich sehe sowas und dann kommt mir einfach der Hut hoch. Ich kann sowas nicht sehen, das ist für mich unverständlich. Ich wollte euch das jetzt zeigen, nur das Stückchen mit dem Wohnwagen. Das geht jetzt noch 2 Minuten, das Video. Die gehen jetzt hier die Kühe ärgern, das ist, und dann gehen die noch irgendwelche Reifen rumwerfen. Aber das ist nicht so wichtig. So, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr solche Videos seht, schickt es mir per Instagram. Schickt es auf Adventure Places Instagram. Ich werde das dann lesen oder Christian und dann werden wir darauf reagieren. Ja. Also, das war's wieder mit dem Video. Es war ein kurzes Video, ein Reaction-Video von meiner Seite auf viel Dummheit und viel Blödsinn. Und es kommt noch viel mehr. Es wird noch viel mehr kommen. Ich habe eine riesengroße Liste, die ich abarbeiten will. Nicht nur von Idioten, auch von Sachen, die, ja, sagen wir so, Sachen verfolgt auf Lost Place und so, was aber wirklich so ist, kommt jetzt bald eins. Da waren wir auch und da sind wir froh, dass wir das nicht erlebt haben. Gut, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare, ganz wichtig, aktiviert kostenlos die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin sagen wir auf morgen, bis Wiedersehen, ihr Lieben. Ciao.